Hallo, heute möchte ich, dass ihr mit viel Bewegungsfreiheit am Ende dieses Video auf eure Schultern klopfen könnt. Ich möchte euch mit nur 3 Schritten zeigen, wie ihr viel mehr Bewegungsfreiheit bekommen könnt am Schultergelenk. In einem anderen Video habe ich bereits erwähnt, wie die Knochen diejenigen sind, die die Form, die Richtung und die Größe des Körpers angeben. Im Bereich vom Schulterdach sind vorne die Schlüsselbeinen und hinten die Schulterblätter, vor allem der Oberrand von den Schulterblättern, diejenigen, die diese Form und Richtung angeben. Also Schritt Nummer 1, sie ist, diese Knochen zu begleiten, zu respektieren in seiner vollkommenen Länge. Zwischen meiner Fingerkuppen werde ich jetzt die Länge von meinem Schlüsselbein angeben, damit ihr seht, was passiert wenn. Wenn ich durch eine Schlafhaltung oder durch übermäßiges Training vom großen Brustmuskel diese Haltung annehme, dann verkürze ich mein Schlüsselbein. Wenn ich das Gegenteil mache, wenn ich hinten die Schulterblätter zusammenziehe, dann verkürzere ich mein Schlüsselbein und ich verschiebe ich in Zoga. Also, eine gute Idee ist, von der Halsgrube rechte Schlüsselbein nach rechts respektieren, in seine volle Länge verlängern lassen und der linke nach links. Das gleiche mit den Schulterblättern, Oberränder. Immer mit dieser Intention, Schlüsselbeinen und Schulterblättern, Oberränder in seine Länge lassen. Und am Ende die Kugel des Oberarms auch so frei wie möglich zu gestalten. Schritt Nummer 2, ich hole ein bisschen vor oder nach. Und zwar, vorne haben wir den großen Brustmuskel. Das ist ein Muskel, der so groß ist, der legt sich am Brustbein, rechter Seite und linker Seite geht er dann in Richtung Achselhöhle. Also er sammelt sich, da sind Muskelfasern so groß und sammeln sich ein bisschen bis hinten oder bis Richtung Achselhöhle unter den Arm durch. Wenn dieser Muskel übertrainiert oder verkürzt ist durch eine gewohnte Haltung, dann passiert Folgendes. Ich versuche es zu demonstrieren mit meinem T-Shirt. Also wenn das der große Brustmuskel ist, er macht Folgendes. Er reißt die ganze Schulterdachstruktur und nicht nur das, sondern auch nimmt ein bisschen vom Rücken mit und die Oberarmkugel drückt sich gegen dem Gelenk. Was passiert dann, wenn ich den Arm bewegen möchte nach oben? Meine Bewegungsfreiheit ist sehr eingeschränkt. Also, eine gute Idee ist eben Schritt Nummer 1, Schlüsselbein, Schulterblätter, Oberränder zur Seite. Und der Schritt Nummer 2 ist, mit Bewusstsein an die Achselhöhle die Muskel des Oberarms nicht mehr nach vorne sammeln lassen, sonst unterstützen sie diese Verkürzung vorne, sondern einfach nur verteilen, und zwar um den Knochen herum. Ohne dass die Schulterblätter sich zusammenziehen müssen. Das sind 2 ganz verschiedene Sachen. Also Schlüsselbein zur Seite, Achselhöhle wahrnehmen, bisschen entspannen, spüren, wie der Muskel des Oberarms sich auch ein bisschen entspannen kann und diese Muskeln schön verteilen nach hinten, um den Knochen herum. Und der dritte Schritt ist eine Übung. Nehmt eure Fingerkuppen, jeder an seine eigene Oberarmkugel lassen. Jetzt habe ich nichts zum Bemalen, sonst würde ich mir einen Punkt in der Mitte vom Handgelenk bemalen. Stellt ihr euch ihn vor. Und dieser Punkt muss immer nach vorne zeigen, also nicht zur Seite. Wie ein Auge, die euch anschaut. Dann die Arme ziemlich nah am Körper und jetzt zunächst einmal auf einer Seite mit den Fingern die Oberarmkugel von vorne nach hinten krabbeln. Und die Ellbogen macht eine
lange Linie oder einfach eine gerade Linie in die Luft. So weit es geht und dann krabbeln wieder zurück. Dann der nächste. Krabbeln lassen, von vorne nach hinten die Oberarmkugel und wieder zurück. Und das ein paar Mal. Mit der Zeit muss ihr nicht krabbeln mit den Fingern, sondern einfach nur schleichen lassen. Die Oberarmkugel von vorne nach hinten einfach nur streichen lassen. Und nach ein paar Wiederholungen wird ihr spüren, sofern der Schlüsselbein lang gedacht ist und mit der Intention, die Muskel des Oberarms nicht nach vorne zu sammeln, wird ihr spüren, wie der Bewegungsumfang immer mutiger sein kann, also größer sein kann. Und mit der Zeit könnt ihr den Obermut haben und die Ellenbeugen nach oben zeigen lassen. Die Ellbogeninnenseiten ziemlich nah an den Schläfen und jetzt diese Finger nicht mehr an die Oberarmkugel lassen, sondern einfach die Hände auf die Mitte sammeln, eine über die anderen. Ellbogenspitze nach oben und krabbelt weiter mit den Fingern nach unten, als ob die Finger bis zu den Boden kommen wollten. Wenn ihr spürt, dass die unteren Rippen euch helfen wollen, um nach unten oder noch tiefer zu kommen, dann zwei Sachen auf einmal. Unteren Rippen entspannen, nach unten zum Beckenknochen, die Finger krabbeln weiter und die Ellbogen nach oben. Das hat es an sich, aber es hat eine gute Wirkung am Ende, wird ihr gleich sehen. Ellbogen nach oben, Finger krabbeln lassen, Rippen entspannen und ihr spürt schon eine Vernetzung vom Bauch, Rücken und Taille. Und von hier aus dürft ihr sogar mit der Brustwirbelsäule ein paar Bewegungen machen. Schön durchatmen, durch die Nase ein, durch den leicht offenen Lippen aus, in der Mitte halten, ein Unterarm nach dem anderen nach oben, ein Arm nach dem anderen nach unten. Und dann wahrnehmen, in welche Richtung die Strukturen neu fließen. Ihr werdet einen Unterschied spüren. Vor allem in dem vorderen Bereich, unter diesen großen Brustmuskel, den ich gerade oder vorhin erwähnt habe, befindet sich der kleine Brustmuskel. Und der kleine Brustmuskel ist eher länglich angelegt. Und wenn er aktiv ist und durch diese Übung aktiviert ihr ihn, dann hat er zwei Funktionen oder spürt ihr zwei wichtige Sachen. Das eine ist vorne, der Busen wird ein bisschen gehalten nach oben. Er verhält sich wie ein BH-Träger. Und hinten am die Schulterblättern verhält er sich wie der Rucksack von einem oder die Riemen von einem Rucksack. Die Schulterblätter sind die zwei Rucksäcke und können tiefer entspannt werden und flach am Rücken sein. Probiert es mal aus und gib Bescheid. Mach was draus.